begrüße euch zu der Ausgabe mit diesen Nägeln. Vier habe ich noch, beziehungsweise den einen habe ich schon angefangen. Die werden jetzt vollendet. Ich habe mir gerade alle meine Arbeitsmaterialien an den Tisch geholt und ja, beginnen wir einfach. Haben wir ein bisschen Spaß an meiner Kreation der linken Hand. Also das habt ihr ja schon in dem Video gesehen. Opulent darf es sein. Ich freue mich drauf, die zu tragen. Das sind Press-Ons, befestigt mit nur diesem. Das habe ich euch vor langer Zeit mal vorgestellt. Ein Soak-Off-System von dieser Firma. Ich habe es, glaube ich, über Ali bestellt. Eine Peel-Off-Base habe ich hier drauf. Und zwar auf dem Nagel im Tipp. Ja, ganz normale Nagelvorbereitung und das Ganze damit befestigt. Warum? Ja, hier ist so viel Kram drauf, dass ich ihn quasi im Ganzen ablösen werde, wenn ich merke, ich bekomme eine Instabilität rein. Und das wird dann hiermit passieren, wenn ich es ablösen möchte. Genau, das vorweg. Ich fange jetzt einfach an. Prösterchen, Kaffee ist auch da. Lasst uns eine schöne Zeit zusammen verbringen am Tisch. Also, ich wollte es ein bisschen klar haben, aber auch ein bisschen mit Cat Eye. Die hatte ich mir ja mal bestellt, da hatte ich ja mal drüber gesagt, die sollten in einer anderen Flasche kommen. Aber nichtsdestotrotz ist das Produkt als solches ein schönes Cat Eye. Das sieht so aus. Und auf meinem Finger ist es so leicht transparent gearbeitet. Ich habe mir noch dazu geholt Bon Pretty. Wie rum muss ich es denn halten? So. Das ist ein Beige. Ein schöner Beige-Ton. Der wird verwandt von mir. Und Steinchen. Perlmutt in Weiß. Hier, da habe ich schon aufgelegt. Grünlich, pink, bläulich. Also, ich habe auch gemixt. Ich habe auch Gold-Elemente genommen. Hier der Stern ist aus diesem Döschen. Hier sind auch noch andere tolle Sachen dabei. Ich wollte es jetzt endlich mal wagen, es selbst so zu tragen. Spiegelsplitter, da habe ich, lasst mich überlegen, die hier genommen, Roségold. Und dann nochmal Akzente Roségold in Form von irgendwelchen Ornamenten. Werden wir sehen, welchen Finger ich da noch mal bestücken werde. Genau. Ich habe auch noch Goldfolie da. Aber gut. Dann hatte ich hier dieses, das scheint ja mehr so Glitzer-Disco-mäßig zu sein. Also dieses reflektierende Glitzer ist das von der Lüni. Habe ich mir ja schon mal auf die Platte gelegt. Das möchte ich auch aber ganz dezent nur benutzen. Und was wollte ich noch? Lasst mich überlegen. Ja, ich wollte noch ein bisschen zusätzlich mir auf den Nagel, der eben die Volltonfarbe bekommt, der wird matt versiegelt, möchte ich dann mir wieder so einen Rand gestalten. Und der braucht wiederum ein Pigment. Und jetzt muss ich wieder feststellen, das Pigment habe ich vergessen. Ich muss jetzt gerade mal schauen, das ist auch so. Ja, das sieht auch gut aus, da bleiben wir auch gerade. Alles andere ist zu gold, zu golden. Also ich will es nicht allzu sehr. Dann bleibe ich bei dem Pigment. Das ist auch so passig zu diesem hier. Genau, das können wir machen. Alles klar. Dann lasst uns beginnen. Lasst die Spiele beginnen. Prösterchen. So, ja. Wie gesagt, das ist schon mal Full Cover Cat Eye. Habe ich in zwei Schichten aufgetragen, genau. So, ich muss die jetzt erstmal kurz entfetten, weil zwischen den beiden fertigen Nägeln schon wieder ein Werktag liegt. Also gehe ich her und reinige nochmal die Oberfläche. Genau. So. Und dann schnappe ich mir den Double Tape von der Nicole und fange mal hier mit dem Zeigefinger an.
Ja, ich denke mal, ich kann alle schon belegen. Ich hoffe nicht, dass mir heute irgendeiner das Video stört von der Familie. Da habe ich mal wieder ein bisschen eine Verletzung, sei mir verziehen. Ist aber schon wieder mal abheilen. So, gut. Dann möchte ich einmal Fullcover gestalten. Ich muss jetzt gerade überlegen, machen wir doch den Zeigefinger so. Kriegt er seine Volltonfarbe? Bin ich für euch in der Kamera? Ja. Ich werde auch ganz still. Ich lege euch Musik drunter, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich nicht viel sage. So, mal eine dünne Schicht. Jetzt nehme ich diese komischen Stäbchen her, die ich dafür eigentlich doch ganz gut finde, muss ich euch sagen, wo ich erst gemeckert habe, dass die nicht gut sind. So, einmal den, dann hätte ich gerne, ach, hier hatten wir den erstmal aus, dann gehen wir zum Cat-Eye schon mal über. Und hier brauche ich nochmal einen Feinliner für den Zeigefinger, denn zu meiner Verteidigung habe ich den Tipp da nicht ordentlich bis an den Rand gesetzt. Da muss ich jetzt vorne an der Nagelhaut nochmal nacharbeiten. Es ist so schön, am Tisch zu sitzen, die Nägel zu machen, Kaffee zu schlürfen. Ja, sehr, sehr, sehr beigeig, muss ich gerade sagen. Ich hoffe, dass sich das jetzt gleich ändert, wenn ich hier den zweiten Auftrag mache. Sehr beige, der Ton. Ah, das habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber er passt trotzdem zu dem Cat Eye. Und ich finde, das kann man auch im Herbst so tragen. Also, schon so tragen, auch wenn es ein recht heller Farbton ist. Ich hole das ja farblich wieder raus mit den Steinchen. Genau. Ja, Moment, hier oben noch mal. So den Eindruck, als würde der nicht gut decken hier, der Lack, ganz eigenartig. Sonst nehme ich mir wieder dieses Stäbchen her und da könnt ihr echt gut rein in den Rand und könnt ausretuschieren, wenn ihr da, oh, jetzt bin ich voll reingeditscht, die Dosen. Ich muss den Rand eh nochmal gestalten. Lampe, er hat das schon mal fertig durch. Genau. Ja, ist sehr beigeig, aber gut. Soweit. Mattversiegler bräuchte ich auch noch am Tisch. Wartet, ich guck mal, wo ich den habe.
Entschuldigt. So, der ist jetzt gemattet. Perfekt. Jetzt kümmere ich mich erstmal die beiden Cat Eyes. Und zwar, den hatte ich halb, der ist ganz genau. Die werden jetzt einfach nur auf der Spitze lackiert. Und zwar ein bisschen unruhig, einfach mal hier so ein bisschen hochgezogen und auch nicht diagonal oder so, sondern einfach so bis zur sichtbaren Nagelplatte, wo sie halt beginnt. Das sind jetzt ein paar Schichten, die da drauf kommen. Also erstmal hier ohne Reaktion des Magneten. Ja, so. Das härte ich kurz an, beziehungsweise das ist so eine dünne Schicht, da geht das relativ schnell. Zurück aus der Lampe kommt dann noch mal eine Schicht von diesem. Ja, es ist schon recht transparent. Es hat zwar eine Eigenfärbung, dieses Gel, aber beziehungsweise dieser Lack, dieser UV-Lack als Cat Eye. Aber ich mag im Moment diese transparenten Nägel unwahrscheinlich gerne. Jetzt gehe ich her, nehme schon mal den Magneten und lasse das Ganze nach oben hin reagieren, sodass auch so in etwa, muss man sich halt ein bisschen beeilen, wenn man beide macht auf einmal, zack, zack, in die Lampe, kurz angehärtet. Also entweder, hoppla, oh, es ist wieder ein toller Tag, entweder ihr habt hier eine Farbe drunter und legt es drüber, dann ist es natürlich deckend, ansonsten ist es halt transparent. Ne? So sieht es jetzt aus. Kommt aber noch eine Schicht, mir reicht es nicht. Und ich habe mein Nagelbett auch gelassen, wie es ist. Ne? Hier ist wirklich dieses, ist ein klares. Das ist jetzt nicht eingefärbt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Dann habe ich hier eine Wurst. Zack. Ich finde das halt so spannend, dass es halt nur an der Nagelspitze, gut, den habe ich jetzt dann doch als Fullcover haben wollen. So, jetzt gehe ich wieder her, lege mir hier eine neue Welle hin, wenn ihr so wollt. Das sieht ja fast aus wie wellenartige Linien. Und härte das einmal komplett durch. Und damit ist auch das Cat Eye schon erledigt. Also wie gesagt, ich suche euch die auch nicht raus, weil ich finde es schade, dass es nicht die Flaschen geworden sind, die ich ursprünglich gesehen hatte. Trotzdem ist das ein tolles Cat Eye. So, bitteschön, das sind sie schon mal. Ja, so, jetzt muss ich halt noch ein bisschen etwas auftragen. Und zwar hatte ich mir... Hier bei ihm hatte ich das verwandt ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und jetzt habe ich gerade überlegt, eigentlich könnte ich das vielleicht versuchen einrieseln zu lassen bei ihm hier. Anstatt das hier, muss ich jetzt mal gucken, wie ich es mache. Erstmal ein Köpfchen, wenn man so unsicher ist, wohin man möchte. Erstmal ein Köpfchen. Wer meine Tasse hat, freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid an meinem Tisch. Hebt die Tasse. So. Genau. Hier habe ich die Steine so arrangiert, dass man das freie Nagelende nicht unbedingt sieht. Jetzt bin ich noch gerade am Überlegen. Ich glaube, ich gebe dem Mittelfinger noch mal was nach. Es ist mir noch zu durchsichtig. Und dann kann man hier so ein bisschen die Kante noch mal abdecken. Und dann ist das Ding gegessen. Ja, genau, so finde ich es gut. Ich werde das jetzt nicht aktivieren. Ja. Ja, und dann könnte man vielleicht sogar noch mal hier gucken, was da passiert, wenn man das hier noch so ein bisschen einstreut. Aber seht ihr, das geht echt fast, es verschwindet fast, also... Ah, so ein bisschen reflektiert ist, aber ich werde wahrscheinlich eh gleich Steine hier auflegen, insofern. Meine Nägel halten auch immer für Designs her, wo ich mir nicht so sicher bin.
funktioniert das auf meinen Nägeln oder nicht. Es hat aber was, man kann es erkennen. Gut, dann lassen wir das mal so liegen. So, zurück aus der Lampe. Jetzt muss ich gerade mal gucken, hat das irgendwie viel aufgetragen? Nee, sieht schon mal gut aus. Ja, prima. Machen wir weiter. Ich möchte jetzt gerne Steinchen kleben. Dann nehme ich ihn her. Und bevor ich jetzt hier mir den Kleber auflege, brauche ich natürlich erstmal meine Schmuckstückchen hier. Ja, ist das die richtige Seite? Müsst ihr mal gucken, manchmal ist es wirklich so, dass der ist nicht so schön. Dass es nicht immer überall so perlmuttartig wirkt. Da muss man halt immer mal gucken. Upsala. Ja, den können wir auch nehmen für den anderen. Ich glaube, ich werde beide belegen. Ja, finde ich echt schön. Na hier unten den kleinen, der sieht auch gut aus. Den lege ich mir schon mal raus. Wieder her, dann hier diesen schönen. Ich habe den Ring bei dem Finger, da habe ich in Rosé genommen. Jetzt bin ich gerade überlegen. Oh, der ist auch geil. Oh, ist der schön. Entschuldigung für den Ausdruck. Oh, hier gibt es noch ein paar kleine. Wartet, da ist noch ein kleiner. Ich wollte schon so lange mit diesen Elementen arbeiten und ich habe jedes Mal, ich sage ja, wenn der Winter kommt, dann darf es auch bei mir losgehen. Machen noch einen zweiten Stern und dann hätte ich ja so gerne so einen richtig großen. Es tut mir halt immer leid, gell? Wartet mal, ich muss erst mal gucken, ob ich mich das traue. Mein Mann denkt bestimmt, die Alte spinnt jetzt komplett. Na, der ist sehr erhaben. Wie wär's hiermit? Ja, den nehmen wir. Wir lassen es mal richtig bämmen. Ja, finde ich gut. Hier sind ja noch diese süßen Perlchen. Mal gucken. Ich lege mir hier mal was auf an Kleber. Und dann schnappe ich mir meinen Picker. Und die sind so perlmuttartig hier. Und uns welche raus. Ich weiß nicht, ob die nachher zu sehen sind. Ist dann nochmal so eine Frage. Kann sein, dass man das nicht sieht. Weil die so transparent sind. Aber die sind auch echt mikrokleine. Also die sind wirklich ganz, ganz klein. Könnt ihr das sehen? Es ist echt ein Witz, wenn man hier auf meinen Wachsstift guckt. Die sind echt total klein. Das ist echt schwierig, damit zu arbeiten. Okay, dann brauchen wir noch Splitter. Splitter sind diese gewesen, Roségold. Ich habe jetzt Gold und Roségold gemixt. Ich finde die toll. Ich habe das sogar als zweites Mal sozusagen nochmal nachgekauft, weil ich echt Angst hatte, dass ich da nicht genug habe. Finde ich sehr, sehr schön. So, dann hatte ich hier ein Oval. Was nehmen wir jetzt hier mal her? Jetzt sind wir natürlich eckig unterwegs. Lasst mich überlegen. Hier auch eckige Elemente. Ups, mir fällt schon wieder alles runter. Gut, nehmen wir den wieder rein. Dann das kleinere. Ich muss immer von hier gucken. Jo, ein Dreieck. Hier ist der größere. Der ist nochmal eine Nummer größer. Ihr könnt die auch halbieren, ne? Wenn ihr eine Zange am Tisch habt. Einmal durchgeschnitten, fertig.
Gut, fangen wir an. Gut, ich möchte jetzt erst... Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich mich so unter die Menschheit getraue. Ich habe bei so manchen Sachen immer so eine zurückhaltende Art. So, ich gebe da jetzt richtig was drauf. Und hoffe, dass ich diesen Stein da zum Halten bekomme. Ich würde ihn sogar noch viel lieber... jetzt gucke ich erstmal, ob die Rundung passt. Jawohl. Ich lege das tatsächlich schräg. So. Ihr könnt das noch mehr biegen, ne? Wenn euch das irgendwie vom Nagel ab sich abhebt oder so, könnt ihr das noch mehr biegen. Oh ja, aber ich packe das jetzt schon mal heftigst ein mit dem Kleber. Okay. Oh, jetzt muss ich die Pinselte erst reinigen. Gut. Oh, ich getraue mich mal. Gucken, ob das... Oh nee, wisst ihr was? Ich lege mir da nochmal ein Acryl, Polyacryl drunter. Ich habe hier, glaube ich, noch einen durchsichtigen Rest. Ja. Dann nehmen wir nochmal was raus. Ich habe da echt Angst, dass das nicht hält. Das ist so ein schöner Stein. Und ich habe zwar einige Sets davon, aber nicht von diesen grandiosen Regenbogenfarben. Also, ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ich krieg das hin. Schaut mal, ich hab ein Türmchen. Egal. So, jetzt nehmen wir diesen Riesenstein her. Oh, ich darf mir den jetzt in der Oberfläche nicht versauen. Sonst verliert er seinen Glanz. Ein bisschen andrücken, da ist er. Wow, mit Rahmen. Das dürfte halten. Das ist der Hammer. Also wenn mir einer blöd kommt, dann habe ich wieder einen opulenten Mittelfinger. Boah, ich bin im Moment so heftig. Ich bin so sauer mit dieser Welt, was hier alles läuft. Dann muss ich jetzt hier einmal, lasst mich überlegen, nehme Sternchen hier runter. Jawohl. Ein Sternchen. Dann nehmen wir wieder den Picker und packen. Nee, dann nehmen wir jetzt was Kleines, Feines und ja, arbeiten noch hier rundherum. Ich wollte das schon so lange machen, solche Nägel. Immer wieder Videos gesehen von diesen unglaublichen, opulenten Nägeln auf YouTube. Ich habe mich aber nicht getraut. Und jetzt, wo es in die Zeit geht, wo wir einfach Farbe brauchen, wo wieder ja, es glitzern und bling bling machen darf, jetzt getraue ich mich. Vielleicht animiere ich ja auch den einen oder anderen hier von euch, sich da mal mit auszuprobieren, mal was ganz Extravagantes zu tragen. Hier ertrage ich übrigens das Grün drin, das möchte ich auch mal gesagt haben, gell? Ich hoffe, dass meine Kamera und alles wunderbar eingestellt ist, damit ihr das mitverfolgen könnt. Ja, hier habe ich jetzt noch Perlmutt gehabt. Das kriege ich nicht mehr unter. Oder... Wartet. Und ich setze mir nochmal... Oder wir machen es anders. Das habe ich auch schon gesehen. Die nehmen dann das... Packen das da so rein. Und dann nehmen sie ihr Element auf mit Kleber. Und dann müssen wir jetzt mal gucken... Dahin, ne, da oben wird es zu dolle. Den Rahmen möchte ich weiterhin sehen. Zack, da ist er. Geschmack ist, was gefällt. Warte, dann setzen wir nochmal. Jetzt habe ich hier mein Picker mit dran. Ein kleines hier noch so dabei. Da muss noch was hin. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch Kleber sitzen habe genug. Na komm schon. So, jetzt schieben wir dich halt mal so rum. Gucken, ob er das mitmacht. Ja, ich lasse es, weil ich brauche dieses Element. Ich gehe mal kurz anfrosten.
Oh, ist das aufregend. Solche Nägel glaube ich noch nie getragen. Aber es muss immer mal das erste Mal sein, oder? Aber man muss sich immer etwas an seinem Körper aussuchen, was man feiert. Und das sind bei mir halt die Nägel. Die Nägel und die Augen. Ja, ich mag die Augen noch von mir. Die mag ich auch ganz gerne. Und die Nägel sowieso, das ist klar, steht außer Frage. So, ich hoffe, ach, ist der Hammer. Ich verpacke das nachher noch, ist klar, ne? Weil, obwohl das hier schon gut gelungen ist, hier der Übergang zum Stein, aber ihr wisst ja, wenn da Haare drin hängen bleiben, ich brauche das nicht. Oh, ist das schön, das sieht so majestätisch aus, so. Schreibt mal in die Kommentare, ist sowas für euch oder seid ihr da auch lieber so ein bisschen schlichter? Also ich brauche das jetzt. Doch, ich trage das jetzt. Ich freue mich schon, ich muss heute noch einkaufen. Und ich freue mich immer mit neu gemachten Nägeln, weil die Leute gucken immer. Also die Kassiererinnen zumindest oder die im Laden so rumschwirren. Und ich bin jetzt mal auf die Reaktion wieder gespannt. Kommt ja immer die Standardfrage, wow, haben Sie tolle Nägel. Zu welchem Nagelstudio gehen Sie? Und da muss ich dann immer grinsen, ne? Ja, könnte ich ja eigentlich für mich Werbung machen, aber auch da bin ich irgendwie im Moment so gebremst. Mal gucken, was mich heute erwartet da draußen mit meinen Nägeln. Ja, ich find's klasse. Das ist jetzt die Frage, hauen wir dem auch? Ja, wir hauen dem auch drauf. Ein bisschen dezenter, ein bisschen weniger. Ich kann die Steine ja alle wieder wegpacken, aber ihn hier hätte ich gern hier oben. Das heißt, ich setze mir jetzt erstmal eine Klebefläche. Da muss ich jetzt gucken, dass ich den Schatz hier runterkriege, weil man könnte ihn natürlich mit der Schlifffacette, oh, jetzt ist er mir fast runtergefallen, auch so rumsetzen. Oder halt so, dann sieht er aber schöner aus. Muss ich gucken, dass ich ihn gegriffen kriege. Entschuldigt bitte diese verschmodderte Pinzette. Könnt ihr sehen? So sitzt er jetzt quasi auf seinem Stöfchen. Auf seinem Stöfchen. Also ich vermute sogar, dass mir diese Färbung des Steins verloren geht. Das vermute ich jetzt schon. Aber dadurch, dass das Press-Ons sind, dauert es nicht so lange, wo ich die trage. Jetzt gucke ich gerade mal, arrangiere so vielleicht. Oder wollen wir ihm auch den Rahmen geben? So, nee, das ist zu spät. Nein, das lassen wir. Wir gehen jetzt mit einem Steinchen noch her. Das mache ich jetzt nicht so gerne, was ich hier tue. Mal kurz zum Andrücken, zum Anschauen, ob das für mir so gefällt. Setze den schräg, dann setze ich den dazu. Ja, der hat auch Klebefläche. Und dann mache ich jetzt Folgendes: Ich brauche noch ein Steinchen. Oder wir nehmen noch mal eine Schärpe. Warte. Wenn sie aufgehen sollen, gehen sie nicht auf. Also da könnte ich immer gucken, dass noch alles sitzt. Jawohl, Moment. Und jetzt, ich gebe mir hier nochmal was hin. Man denkt auch immer, dass diese Nägel so dolle dick aussehen. Und ich muss inzwischen sagen, ich habe mich an diesen Anblick der Höhe von diesen Nägeln inzwischen gewöhnt. Ich finde es gar nicht mehr schlimm. Also am Anfang hat mir das nicht gefallen. Das ist immer solche, ne, von der Seite ist das ein Oschi. Weil das können wir natürlich nicht ins Gel einlegen, in dem Sinne, dass wir das einarbeiten und wieder glatt schleifen. Das geht natürlich alles nicht. Aber ich habe mich dran gewöhnt und inzwischen gefällt es mir einfach. Das haben wir bei vielen Dingen, ne, die uns am Anfang nicht so zusagen, aber der Gewöhnungseffekt sorgt dann doch dafür, dass man es doch schön findet. So, jetzt ist die Frage,
setze ich den jetzt hier noch diagonal oder nehme ich jetzt einfach nur ein Sternchen. Wirkt für mich jetzt schon wieder zu viel. Was sagt ihr? Sieht so doppelt gemoppelt aus. Den nehme ich wieder runter. Der muss ins Bad. Obla, der muss gereinigt werden. Also ich schmeiße die nicht weg. Die kommen bei mir dann ins Ultraschall, wenn ich da was ausprobiert habe. Das ist da der Stern. Dann setzen wir doch hier den Stern hin. Der ist auch ein bisschen gewölbt, sehe ich gerade. Prima. Ich brauche noch ein bisschen Masse. Ein bisschen Masse. Ach, ich sage, mir fällt alles aus der Hand. Das ist so aufregend gerade. Dann nehme ich den Stern jetzt hier mal auf. Setze ihn ab. Jawohl. Ein bisschen weiter runter. Was haben wir denn hier noch Cooles? Ein Dreieck. Wartet. So ein. Können wir ja auch noch verarbeiten. Wenn ich ihn gedreht bekomme. Jetzt. So eine Niete ist das. Ei. Kommst du her? Da noch hin. Jawohl. Da ist es. Das ist mal so ein mattes Element. Auch nicht schlecht. Ziehe den Stern hier nochmal ein bisschen runter, sonst erkennt man ihn nicht als Stern. Ja, so sehen die Nägel jetzt aus. Wow. Jetzt korrigiere ich hier nochmal ein bisschen. Ja, mit diesen Perlchen weiß ich nicht so recht, ob das was bringt. Weil die sind sehr gläsern, also nicht auf der Platte. Das ist nichts, den lasse ich. Das ist irgendwie so Beiwerk gewesen. Ich härte mal durch. Ja, ich muss mal durchhärten. Jetzt einmal komplett durchhärten. Das ist so Beiwerk. Also das ist quasi Füllung fürs Döschen. Ich hole das nochmal her. Also was man damit machen kann, ist wirklich in den Aufbau einlegen und dann auffeilen. Und dann sieht das aus wie so Blubberbläschen, wie Wasserbläschen. Aber jetzt oben aufzulegen, ist es nicht gut für geeignet. Ja, vergessen wir das. Ja, ich freue mich. Jetzt muss ich mal kurz hier mit einem mit einer Zellette kurz drüber, um zu gucken. Hoffentlich behält er seinen Glanz, der Stein. Ich weiß nicht. Der sieht aus, als wäre er in der Zwischenschicht gefärbt und das hier sieht oben aufgelegt aus. Ich möchte den aber nicht nicht versiegeln. Sonst verliert er wahrscheinlich seinen Schliff. Das wäre schade. So, Leute, das sind schon mal diese. Die müssen jetzt quasi nur noch ein bisschen versiegelt werden. Ja, und halt auch die Elemente, die ich nicht gefasst habe, die muss ich nachher ordentlich einpacken, sonst bleibe ich mit den Haaren hängen. Das ist das einzige Manko bei diesen Nägeln, dass man das ordentlich macht, dass man nicht mit den Haaren hängen bleibt. So, gut, das habe ich nicht gebraucht. Das habe ich nicht gebraucht, das kommt zurück. Und jetzt muss noch ein bisschen diese Geschichte für meinen Zeigefinger, die muss ich jetzt noch machen. Da möchte ich gerne so ein bisschen Wiedesam auftragen. Das ist ja jetzt matt versiegelt. Wo ist mein Pigment? Hier ist das. Ich hoffe, dass es passig ist. Ich nehme hier was raus. So ein Strukturgel, was ohne Inhibi aushärtet. Wenn ich mich recht erinnere. Ich nehme das eigentlich nicht, im Moment nicht allzu oft. Bin aber froh, dass ich es habe. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich hier mache. Ich setze mir hier quasi so eine unruhige Linie hin und ziehe mir das hier runter, ist aber noch zu wenig Produkt. Habe ich schon mal was zu gesagt, super teuer hier das Zeug inzwischen. Die heißen jetzt auch anders, die heißen nicht mehr Wiedesam. Heißt das Wiedesam?
wie das war. Die haben jetzt einen anderen Namen. Dieser Shop. Ich weiß auch nicht, wie der jetzt wirklich heißt. Keine Ahnung. Und ich war ich aus der Kamera entschuldigt. Ich weiß auch nicht, ob ihr das seht, was ich hier mache. Ich lege mir hier einfach so unruhige Linien. Solche Verzierung quasi. So. Dann nehme ich mir ihn nochmal und retuschiere hier aus. Ja. Es wird gehärtet, schnell zu machen. Dann öffnen wir nach der Aushärtung. Oh, ich hoffe, dass das passt. Nicht, dass ich mich da jetzt farblich vergriffen habe. Ich nehme mal hier für das Feine. Nee, es passt. Okay. Oh, ich bin mir nie sicher, wie das wirklich auf den Nagel kommt, wenn ich das im Döschen sehe. Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Oh, ist das ein tolles Pigment. Findet ihr, dass das passig ist? Ja, ich finde es passig. So. Ich hätte halt gern so ein Champagner als Pigment. Ich habe es immer noch nicht gefunden. Ich bin da immer noch unzufrieden. So, und dann haben wir jetzt hier so ein Relief. Genau, Relief kann man das nennen. Guckt, oh, ist das schön. Ein bisschen auspinseln. Und dann lege ich mir da jetzt einen Versiegler drüber. Und da brauche ich aber immer einen, der ein Mühe fester ist. Dann nehme ich gerne den von Love Nails her. Der ist optimal für solche, weil er ein bisschen dickviskoser ist. Oh, der geht auch schon wieder alle. Für Reliefversiegelung ist der optimal. Ihr müsst es ja nochmal versiegeln, weil sonst wascht ihr euch das mit der Zeit runter. Dann nehme ich dann wieder hier den Pinsel und jetzt gehe ich dem nach, wo ich überall mein Pigment sehe. So, und jetzt habe ich hier wieder viele Dinge vereint und ich werde es mit Stolz tragen. Ja, ich schäme mich nicht, meine opulenten Nägel. Was soll der Quatsch? Das ist mein Geschmack. Obwohl es erst gar nicht meins war, weil wie gesagt, manche Dinge muss man sich mehrere Male angucken, bevor sie einem irgendwie richtig gefallen. Das war früher auch in der Mode immer bei mir so. Und dann war es immer so, dass ich auch der Spätzünder. Ich habe dann Zeit gebraucht, um mich zu entscheiden. Was weiß ich, will ich das tragen oder nicht? Kann ich mich damit identifizieren oder nicht? Und dann ist es entweder so gewesen, dass ich nicht getragen habe, oder wenn das schon ein Auslaufmodell war, weil es nicht mehr modern war, habe ich es dann angezogen. Ja, so war das. So, wartet mal, weil das jetzt gerade so schön dick viskos ist, gehe ich doch hier schon mal rein. Hier in die Zwischenräume. Und ich setze da auch gleich noch ein Steinchen. Der Zeigefinger oder er kriegt einen Splitter. Lasst mal überlegen, was passt farblich jetzt besser? Schwierig. Ein Splitter vielleicht nur. Am Ende dieser Girlande aus Pigment. Habe ich eigentlich noch Kaffee? Habt ihr noch Kaffee? Prost! Das hat doch fast gut geklappt. Mein Kaffee ist fast alle und meine Nägel sind fertig. Ja, ich muss natürlich gestehen, dass die Hand nicht fertig ist, sondern ich laufe wieder mit zwei verschiedenen rum. Ich bin da leider so. Allein daraus erübrigt sich schon die Fragestellung im Geschäft, zu welchem Nageldesigner gehen Sie? Denn wer mit zwei verschiedenen Händen rumläuft, der muss einfach an der Quelle sein. Das ist den Leuten gar nicht bewusst, die haben andere Sorgen im Moment. So, komm schon auf. Ich bin ganz unruhig jetzt. Ich will meine Hände einschmieren und zum Ende kommen. Ich freue mich. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas trage. Ich habe vielleicht schon mal einen größeren Stein, aber so, nein, so noch nicht. Zurück aus der Lampe. Schnappen wir uns einfach mal eine Zelletta. Und reinigen den Zeigefinger ab.
Also ich zumindest. Ich weiß ja nicht, was ihr gerade so treibt, außer mir zugucken. Ja, also ich stehe total drauf auf diese Reliefgeschichten. Wunderschön. So, dann brauche noch irgendwie, muss da noch was hin. Vielleicht da an der Ecke, ein ganz kleiner. Ja, das machen wir auch. Also, ich versiegel den jetzt, beziehungsweise eigentlich alle. Ich muss mir natürlich meinen Stein erst rausholen. Ich hoffe, ich habe noch so einen kleinen hier dabei. Ah ja, ich sehe schon einen. Vielleicht ein bisschen groß. Na, der ist mir zu groß. Also für sowas brauche ich immer so kleine, süße Steine. Da ist er. Da ist er schon. Der darf da jetzt noch zum Liegen kommen. Genau, so, dann brauchen wir jetzt hier, es geht dem Ende zu mit dem Versiegler. Ich brauche jetzt erstmal hier was auf der Platte. Jetzt müsst ihr warten, bis ich soweit bin. Da kommt wirklich nichts mehr. Hallo, bitte. So, warte, wir schmeißen dich mal auf die Seite, legen wir dich mal so hin. Genau, dann nehme ich mir jetzt erstmal hier ein bisschen Versiegelung auf. Die müssen ja alle jetzt hier noch eingepackt werden. Und zwar arbeite ich dann immer erst hier so am Rand alles aus. Ja, gehe da wirklich überall rein. Haltet auch den Finger schon mal so ein bisschen abwärts. Dann wird es trotzdem noch formschön, der Nagel. Man läuft ja immer Gefahr, dass er dann aussieht wirklich wie ein Bonbon. So, hier jetzt schön versiegeln. Das Steinchen achten. Das möchte natürlich nicht in der Oberfläche versiegelt werden, sondern nur eingefasst, damit es hier... Also über die Scherben gehe ich drüber. Seht ihr das? Bin ich in der Lampe. In der Kamera. Ich bin jetzt wieder voll konzentriert hier. Ja, hier das schön einfassen. Ich bin gespannt, ob ich nachher in meinen Haaren hängen bleibe. Dann gehe ich hier nochmal an der Muschel entlang, an dem Muschelstück. Und das heißt natürlich auch hier dazwischen. Das ist halt immer so ein Aufwand, aber... Ja, mei, was soll's. Darf auch mal aufwendig sein im Leben. Es ist im Moment alles so blöd. Es ist irgendwie alles so blöd. Also, das muss jetzt sein. Ich ziehe mir das jetzt auch mit dem feinen Pinsel runter. Das sind so Sachen, die könnt ihr ruhig so arbeiten. Der Versiegler hier von Laufnetz zieht sich sowieso von alleine wieder schön glatt. So, hier glaube ich, ist mir was in den Rand gerutscht. Dann nehme ich jetzt hier wieder dieses Stäbchen und muss sagen, ich feiere sie doch, die Stäbchen. Ja. Den aushärten. Ich habe Angst, dass mir das an mir nochmal weiterläuft. Trink mir derweil wieder ein Schlückchen Kaffee. Ich mache das übrigens immer so, wenn ich solche Nägel mache, die eine feine Versiegelung benötigen und dann die Komplettversiegelung, ist es so, dass ich immer einen Finger nach dem anderen mache. Außerdem ist es halt für mich immer ein Fest, wisst ihr? Also ein Fullcover kann man alles auf einmal machen, aber hier sowas, das ist Kunst und Kunst braucht Zeit und Kunst braucht auch immer sein Tässchen und von daher geht Zeit ins Land. So, zurück aus der Lampe ist der schon mal versiegelt. Ja, gut, dann setzen wir ihn hier. Lasst mich überlegen, na, der kriegt einen Klebepunkt. Ich mache erst ihn hier fertig. Den Stein am Rand, das ist ja der hier so richtig weit nach oben ragt. Aber wie gesagt, wenn ihr das mit Acrylgel befestigt, dann ist das wesentlich einfacher in der Handhabung. Ihr könnt den Stein bestens platzieren und er hat dann quasi durch sein Stöfchen, was ihr euch geschaffen habt, wie ein Fels sitzt er da Stein auf Stein und dann wird sich da auch nur noch durch die Versiegelung ist da auch nicht mehr so viel auszufüllen, dass da nichts hängen bleibt. Und wieder wird einem bewusst, was wir für tolle Materialien hier haben.
echt. Also wir haben hier eine Entwicklung auch im Nageldesign hingelegt. Das ist unglaublich, unglaublich. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier noch Produkt rauskriege. Aber das ist wirklich so, hier der Versiegler ist in den letzten Zügen. So, da gehe ich drüber, noch nicht über die Steinchen. Ich hoffe, dass das reicht. Bin mir da nicht sicher. Der ist echt am Leergehen. Ich kann es ja gar nicht glauben, die Flasche. Ich weiß nicht, hat nicht lange gehalten. Schade. Für die Hand wird es noch reichen. Auf alle Fälle. Mal was hinlegen. Gehe ich hier nochmal dazwischen. Hier die Stelle ist noch wichtig. Also da werde ich auf alle Fälle mit den Haaren Probleme kriegen. Aber wie gesagt, das sind Press-Ons mit einem gummiartigen, mit einem Soak aufgeklebt. Das wird nicht lange halten bei mir. Zurück aus der Lampe. Ich muss auch noch ein bisschen Platz schaffen. Gut. Ja, was soll ich sagen? Ich war jetzt gerade noch am Überlegen, ob ich hier auch noch Cat Eyes setze, aber ich lasse es. Ich werde das jetzt so nur noch mit dem Stein versehen. Das heißt, ich brauche nochmal meinen Steinchenkleber. Da ist er. Den setzen wir jetzt noch hier oben an das Ende. Schön abdrehen. Und dann hole ich mir mein Steinchen. Da ist das. Und setze es mir. Oh, ich war jetzt sehr. Warte mal, ich war jetzt sehr verschwenderisch. Das war jetzt da ein bisschen viel. So. Ja, ich bin natürlich auch prompt mit dem Mittelfinger reingedetscht, gell? Ah, das sind wieder so Sachen. Egal. So, und packen wir nochmal an und setzen jetzt endgültig ab. Schieb mir da hoch. So, dann muss ich jetzt hier nochmal gucken, dass ich da das ein bisschen auscleane, weil das ist mir zu viel an Kleber. Dann nehme ich ein Microbrush mit Cleaner und ja, nehme hier den Überschuss wieder weg. Könnt ihr sehen, war ich da oder war ich nicht da? So, der rutscht natürlich noch ein bisschen rüber. So, dann gefällt mir es besser. Ja, Nagelkunst hat wirklich was mit Passionen zu tun, mit Leidenschaft und Geduld. Und ja, jetzt ist es besser. Okay, mal kurz aushärten. Ja, ich hole schon mal alle Antagonisten an den Tisch. Alle Mitspieler, alle Gameplayer, die hier heute zugearbeitet haben. Das war's. Das ist das Cat Eye. Das ist ein Mattversiegler, den ich benutzt habe. Dann hier meine Base zum Befestigen. Die wunderschöne Farbe von Bon Pretty, die jetzt auf dem Zeigefinger zu sehen ist. Natürlich ein Cat-Eye-Aktivierungsstäbchen, wie auch immer nennen wollt. Genialer Kleber und mein Wiedesamen für dieses abstrakte Design. Das ist das, was hier neben dem Pigment, habe ich auch noch nicht so rumgemacht, ne? Neben dem Pigment und hier noch die wunderschönen opulenten Geschichten an Nail Art. Alles bei mir auf den Nägeln ihren Sitz bekommen haben. Ihren Hochsitz sozusagen. Ja. Das, was jetzt noch passieren muss, ist halt nochmal den Zeigefinger etwas mattieren an den Stellen, die jetzt quasi hochglänzend geworden sind. Da cleaner ich aber erst nochmal, um zu gucken, ob das wirklich nötig ist, weil der Kleber hier natürlich nicht matt aushärtet. Jetzt habe ich zu viel am Tisch, habt ihr das gesehen? Ich gucke mal, ob es geht. Dann lasse ich es nämlich so. So,
Wir cleanen mal erstmal alles ab. Hier muss man natürlich, wenn man sich die Hände wäscht, jetzt mit der Handbürste, gell, immer schön, oder ihr tragt in der Hausarbeit immer schön Handschuhe. Also wenn ihr in der Küche auch Teig knetet, ist das natürlich nicht sinnvoll, ne? Handschuhe an und dann müsste es klappen. Ja, gut, okay, ja, ihr Lieben, hässlich, ne? Handschuh, orange, was soll ich sagen? Wir pflegen nochmal. Was haben wir denn Leckeres am Tisch? Ich muss mal gerade gucken. Das Lüniöl habe ich jetzt nicht mehr hier. Das habe ich im Bad stehen, weil das ja die große Flasche ist. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein Nagelöl, welches nach Jasmin duftet. So. Das muss jetzt hier drauf. Da freut sich meine Wunde hier. Einmal Pflege. So, du kriegst auch noch. Das ist schon am Abheilen. Einmal Pflege. Jetzt wird der Matte auch mal kurz glänzen. Doch kann ich nicht ändern. So, dann schön einmassieren und einziehen lassen. So. Ihr Lieben. Ja, ich bin total am Austrocknen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, noch ein bisschen Handcreme. Ja, wir haben noch ein bisschen Handcreme. So, zack, zack. Und dann sieht das Ganze schon viel, viel schöner aus. Ihr Lieben. Somit habe ich euch wieder mitgenommen bei einem Nageldesign meinerseits von meinen Händchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch unterhalten. Wir gucken nochmal von der Seite. Also das sind schon Bonbons, aber wie gesagt, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, an diesen Anblick dieser Nägel von anderen Ladies. Und es hat so weit gezündet, dass ich sie jetzt auch selber tragen möchte. Genau. So, das soll es gewesen sein, ihr Lieben. Ich sage wie immer, bleibt in eurer Mitte, schafft euch eure Wohlfühloasen und wir sehen uns zu dem einen oder anderen Video wieder von mit mir, eurem Nagelkunstradio Nails Coffee and Tea. Passt auf euch auf, bleibt mir gesund, macht's gut, bis dahin, tschüss.